So Leute, jetzt willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sind hier im städtischen Wasserwerk. Der, überdimensional dicke Rohre. Aber in der Psychiatrie wird viel geschissen und da müssen die Rohre natürlich stabil sein. Genau, und das weiß ja das Kind. Also wir wollen jetzt, ich sag's mal eben mit der Kamera da. Ich glaube, wir wollen erstmal die. Also ich nehme an, wir stehen hier, ne? Mhm. Also wir gehen jetzt hier lang und nehmen die zweite links. Dann so weit wie möglich rechts. Obwohl das hier aussieht, als könnte man da nicht. Und danach sind wir da. Mhm. Okay. Kurz mal noch. Okay. Ich bin bereit. Ich habe auch keine Angst oder so. Oh nein! Alter, alte fette Wichs-Oma. Alter, und hier sind keine Wandschränke in der Nähe. Oh nein! Ich will mich verarschen, Mann! Alter, wo soll ich hin? Oh Gott! Oh nein! Hallo, dieser Fettsack! Okay, warte, ich gehe hinten durch. Yeah. Oh nein. You can't hit me because. Guck mal kurz rechts. Alter, verpiss dich, du fettes Schwein. Nein. Oh, okay. Oh, das liest sich gerade, ey. Ich habe ja gesagt, man kann mich nicht erschrecken. Okay. Oh. Okay. Er ist weg. So aber, er ist böse weggegangen. Also so. Das nächste Mal fress ich dein Schniedel auf. vielleicht können wir uns da drunter legen unter diese. Alter, ich bin echt jetzt ein bisschen eingeschissen. Ich glaube, dass er jetzt auch von hinten kommen würde, wenn ich da hinten stehen würde. Shit. Da sind natürlich überall kleine Kötel hingesetzt. Um einfach das weitere Vorankommen etwas zu bremsen. Was soll ich jetzt machen? Warte mal, wir müssen diese Hebel betätigen, damit das Wasser abgepumpt wird. Ja, dann können wir nämlich die Treppe nehmen, aber die Hebel werden wahrscheinlich da vorne sein. Ich glaube, die Hebel sind da. Guck mal, ich bin gerade eben. Ach so, das sind die Hebel. Ich bin gerade eben hier gestanden, aber wir müssen da hoch. Okay. Ich nehme an, dass vielleicht hier irgendwo in dem Bereich. Oh Gott, ist da fickerig. Wir müssen gleich woanders planen. Verpiss dich mal, Mann. Alter, kann der hier reingreifen? Geh weg! Nein! Guck, I'm gonna fuck you! Alter, kann der hier reingreifen? Weißt du, von der anderen Seite auch noch einer. Verpiss dich jetzt mal, Mann! Ich trete ihn gleich weg, da. Oh Mann. Ich werde gleich umgehalten. Ich glaube, wir müssen an ihm vorbeirennen, oder? Das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, irgendwie. Unbemerkt. Mir fallen die Hände ab, ich hab Schiss. Oh Mann, ich habe echt Glück gehabt. Ich habe genau übergeben, als es bremsig geworden ist. Okay, also ich nehme an, dass wir jetzt in dieser Folge keinen Fortschritt machen werden. Wahrscheinlich werden die nächsten drei Folgen hier abgehalten. In also, dieser Spalte da hinten. Gewöhnt euch schon mal hier an diese Optik. Ich versuche zu schleichen. Wenn er mich sieht, renne ich einfach ein bisschen rum. Wir haben ja den Plan gesehen, also wir wissen so circa, wo es lang geht. Und dass vermutlich wir so einen kleinen Umweg auch laufen müssen, weil da irgendwie der Boden fehlt. Nehme ich mal an der Stelle, wo halt dieser Weg... Wobei, in dem Moment, wo der Plan gezeichnet worden ist, muss ja der Weg noch intakt gewesen sein. Das ist irgendwie komisch, ne? Oder ist einfach falsch gezeichnet. Oh nein. Oder hat er sich gedacht, da wird bestimmt irgendwann mal der Boden einreißen. Ich zeichne das jetzt schon so ein. Wir machen einfach hier den Plan schon mal einfach einen Riss. Oh Gott, ey, ich scheiß mich ein. Wann? Vorsicht mit der Kiste hier, das ist jetzt verbrechlich. Vielleicht der platzt gleich aus der Kiste raus. Das hat sich da reingelegt, weil er weiß, dass er da... Seiner Kurve zu rechts? Ist er da irgendwo? Nee. Oh Gott, da geht's ja auch noch mal weiter. Ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Abfluss-Ding. Alter, der fickt uns gleich sowas von durch. Da! Ich gehe einfach da hinten lang. Geht nicht. Weißt du, er kommt gerade von da hinten. Oh, das wäre unangenehm. Glaubst du, er kann dann auch hier drüber, wenn ich jetzt drüber gehe? Das weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Also geht's hier weiter? Mach mal nachts dann. Oh nein! Verpiss dich, Alter, verpiss dich! Hoffentlich ist es keine Sackgasse. Ich glaube, da kann er da drüber springen. Guck mal, da ist so komisch gebaut. Ich hoffe, er ist ein bisschen. Nein, dreh dich um, da geht's nicht weiter. Schnell. Guck mal da links. Ah, so, der um. Mal schön weg mit dir, Mann, Alter. Ich kann schon um. Ich habe schon eine ganz rote Backe hier. Vor lauter Erschreckung. Ach Gott. Ja. Pass auf, du bist irgendwie außerhalb vom Screen manchmal. Okay, gut. Hey Leute! Hallo! Okay. Ach, guck mal. Jetzt sind wir bei dem Grünen, das andere Ding entlang gegangen. Ich meine, da waren doch zwei Schieber, die wir betätigen müssen. Vielleicht ist ja einer dann doch hier. Ja, das ist der erste. Ja, hundertprozentig. This is the train! Ah ja. Jetzt ist er hinter uns. Überraschung! Bam! Dreh dich um. Mach die Tür zu.
I have shit, man! Okay. Da sind bestimmt irgendwo Batterien, komm mal. Okay, ich bin ein Kack. Oh Gott. Alter. Was ist denn das für eine scheiß Musik? Okay, ich guck gerade hier nach Batterien. Oh nein, wer kreischt denn da? Wie, ich kann das Ding nicht umdrehen. Egal. Das ist irgendjemand, der gerade große Schmerzen hat. Mit der Schande. Ich geh mal vorsichtshalber da rein. Genau. Und hier warten wir jetzt erstmal mehrere Stunden, bis die Gefahr gebannt ist. Der läuft da rum. Also irgendwas ist da, ich schenke mir jetzt erstmal ein bisschen Guave-Tee ein. Ich trinke mal kurz einen Schluck, Leute, guckt ihr mal kurz vor. Oh Gott! Alter, ich schwör! Nein, nein, nein! Ey, damit hätte ich niemals gerechnet, dass der jetzt da reinkommt. Alter Schwede. Nein. Hilfe, mach dich bereit zum Rennen. Alter. Er wird doch nicht bei uns aufmachen. Verpiss dich jetzt mal. Ja, haha. Ficker. It is amazing, bro. Es fängt an, sich einen zu keulen hier. Okay. Alter. Alter. Also eine. Erstmal eine Tasse Tee, ne? Eine Drain haben wir offen. Kann man speichern in dem Spiel? Nein. Ne, Quatsch. Tu mal Escape, ich weiß nicht. Speichern und beenden. Fick. Speichern und sterben. Okay. Furchtloser Killer. Speichern und sterben. Well, hello. Rennt er da rum oder was? Ich weiß es nicht. Der ist bestimmt netto. Wenn ich ihn nach hinten locken kann irgendwie. Okay. Okay, aber eine Sache ist schon mal erledigt. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten Schieber. Also man kann mehr oder weniger unbemerkt, zumindest jetzt hier an den ersten Schieber, hat es gut funktioniert. Vielleicht klappt es ja auch beim zweiten. Also vielleicht musst du gar nicht rennen. Ich renne so ungern. Wir wissen vor allen Dingen nicht, ob dort dann irgendwelche Versteckmöglichkeiten sind. Ne? Vor allem ist ja vielleicht der dann auch wieder. Vielleicht ist da ja auch wieder irgendwas. Ein Feind, ein Loch. Ja, zwei so. Feinde. Zwei Löcher. Ich guck mal kurz, ob er ist halt da rechts. Gleich packt er dich hinten am Kragen. Bam! Guck mal, das da oben ist doch die Female Drain hier. Female. Da müssen wir lang, da lang. Mhm. Oh Mann. Wo ist der? Oh nein, wenn die Musik kommt, dann ist er immer in der Nähe. Aha. Was hat es mit diesem Stein da unten im Eck auf sich? Dieser hier? Oh, warum schwebt er? Hey. Das und vieles mehr in der nächsten Folge X-Factor. Präsentiert bei Jonathan Freaks. Jonathan Frack. Jonathan Freak. Okay, okay. Da hinten geht es lang. Ah. Da ist er gerade. Okay. Da können wir jetzt mal. Sieht etwas unangenehm aus. Ach, guck mal, da können wir bestimmt rein. Schnell, Jonathan, er wird hinterher krabbeln mit seinem fetten Arsch. Macht er gar nicht, weil ich Angst hab. Moment, da hat doch Angst, ich lass ihn in Ruhe. Moment mal, der arme Mann, was mache ich hier überhaupt? Jetzt kommt er. Hele! Komm, ich rumlaufen, er müsste uns eigentlich voll hören. Alter, denn. Ah, warte, jetzt rennt er nach da. Wenn ich mich jetzt beeile, können wir schnell das machen da hinten. Mhm. Oh, hier ist aber. Shit. Scheiße. Ich glaube, wir müssen wirklich diesen Weg da nehmen. Also da ist zu, oder? Da drüben. Ja. Okay, okay. Ich denke mal, das wird nicht gehen. Ach scheiße, jetzt muss ich ihm nachlaufen. Oder du wartest, bis er wieder weggeht. So lange unterhalten wir uns über. Code. Ich guck ihm einfach nach. Okay. Was, jetzt kommt um die Ecke. Okay. Da oben ist wieder ein Loch, da kann ich mich da verstecken. Willst du jetzt gleich an ihm vorbeirennen, oder was? Also ich glaube, der bleibt jetzt gleich stehen. Und dreht sich einfach nur wieder um. Hallo, Sir! Oh, fuck! Nein! Alter, wie weit er dich gesehen hat, ohne Nachtsicht. Nein, 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 ich habe den Weg verbummelt. Scheiße! Er greift nach dir, Jonathan. Ah, ne. Alter, scheiße, ich wollte doch wieder mich so cool hinstellen. Das habe ich voll verkackt hier. Pass auf, der greift nach dir. Ich trinke jetzt erstmal was. Scheiße. Scheiße, Dreck.
Nicht mit mir, alte Drecksau. Okay. Jens, wieder sowas von. Mann, ey, wegen der ganzen Angst hier bin ich einfach in die falsche Richtung gerannt. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier schon Fortschritt gemacht haben. Nein, shit. Die Frauen haben mir alles vollgekackt. Tatsächlich nur diese hier. Female Drähne. Okay. Die Musik kann jetzt aber auch mal wieder aufhören hier. Alter! Da ist er ja! Achtung, Achtung, geh lieber ums Eck. Genau, wir gehen jetzt so außen rum, oder? Vielleicht? Ich glaube. Oder rennst du jetzt gleich? Vielleicht sieht er mich ja nicht, wenn ich mich jetzt ein bisschen beeile, oder? Ja, beeil dich, der dreht gleich um. Jetzt guckt er links, rechts, dreht sich dann um. Die Musik ändert sich eh, wenn er dich erwischt hat. Ich würde jetzt Gas geben. Wenn er mich erwischt hat? Das. Ja. Weißt du, zu groß für das Loch? Tja! Batsch! Okay. Unbemerkt an ihm vorbei. Und wieder ein Spalt. Könnte also theoretisch flüchten. Er kann ruhig kommen. Oh nein. Okay. Guck mal, so ein Nebel, das muss so ein Kack-Urin-Mischung-Nebel sein. Das muss da riechen wie. Wie in einer Kloake. Guck mal, die Tür ist mir voll unangenehm halb offen. Schieß gepöt! Komm ruhig rein, hier ist offen. So irgendwie. Okay, warte, ich geh. Ah ja, guck mal hier. Der Frauenschissbehälter. Okay, wir sind nicht gestorben bis jetzt. Hey, ich fühle mich echt. Ich fühle mich gut. Benutze die Leiter, um zur unteren Abzweigung zu gelangen. Das ist unser nächstes Missionsziel. Das ist wahrscheinlich dieser Ding, ne, wo wir runter müssen. Jetzt müssen wir ja auch die ganze Kacke hier wieder zurücklaufen. Ich würde gerne hinten lang, um zu gucken, ob da was liegt. Aber wahrscheinlich kommt der von da. Die Tür geht gerade auf. Soll ich da lang gehen, oder? Ja, komm. Ah, das ist meine Nase. Ich denke, Alter, wie ist hier hinten Geräusche? Oh, fuck. Hä? Ich habe irgendwas gehört. Ja. Ist da noch einer oder was? Ich weiß es nicht. Ah, wenn er jetzt hinkommt, kann ich vorne lang rennen. Aber guck mal kurz nach sich dann, der steht da jetzt nicht da. Hallo! Ne, da vorne, da steht er jetzt gerade nicht, ne? Der macht gerade seine Tour wieder. Aber Hauptsache er steht jetzt nicht hier. Da, ja, perfekt. Also wenn ist das derselbe oder sind es zwei? Wenn es nur einer ist, haben wir jetzt echt einen guten. Ne? Okay, jetzt. Soll ich rennen oder? Ja, ich glaube schon, ja, rennen. Du kannst es noch schaffen, wenn du Gas gibst. Hallo! Guck da drüben. Okay. Und jetzt runter. Tot. Wie schlecht gestorben, wie er die Leiter runterdeckt, du bist. Scheiße, das kannst du nicht sein. Wir fangen jetzt wieder komplett von vorne an. Wahrscheinlich. Nee. Ach, guck mal. Ja. Ah ja, die ist ja gerade bei uns dann, oder? Ach, guck mal, ja, da vorne ist er. Na perfekt, gut, dass du gestorben bist. Es war mit Absicht natürlich, weil. Ah ja. Natürlich, wenn man in Lebensangst da rennt, nimmt man auch gemütlich die Leiter und legt sich erstmal so Absturzwerkzeug an und was weiß ich was. Klar. Oben diese drei Beine. Genau. Achtung, ich geh jetzt runter! Also das Loch scheint sehr tief zu sein, da eine Leiter hier dran ist. Kann man nicht einfach runterspringen, ja? Vergesst das bitte niemals, Kinder. Alter. Lacht sich dann 10.000 Zombies, gucken einen an und grinsen. Oh Gott. Oh, no. Der ist ertrunken. Er trinkt gerade. Alter, das ist auch. Der Drops, keine Ahnung, Schlabber. Kuhsperma tropft da gerade runter. Richtig eklig. Kuhsperma. Was ist hier los? This. Ah, bestimmt, wir sind ja im Female-Trakt. Deswegen haben wir hier keine Schniedel, die wir vorfinden können. Okay. Ah, ne, okay. Alter, wenn jetzt ein großer kommt, dann sind wir richtig gefickt. Hello, Big Boy. Na, dem geht's ja wohl zu gut da oben. Wie ist der da hochgekommen? Irgendwas ganz Großes muss ihn da hochgeschleudert haben. Was war das da vorne? Also, irgendwas kommt jetzt gleich von da vorne. Alter, ich scheiß mich ein. Das ist Fuck. Oh Gott. Als wenn das Spiel wüsste, dass ich hier laufe. Oh Mann, guck dir die eklige Sicht an. Oh. Tschüss, Bitches. Da geht's jetzt wieder hoch.
Weil jetzt kommt von unten einer. Ich will geguckt haben. Hallo? Hey. Is there anybody in this manhole? Okay, wir holen ihn jetzt einfach. Der wird nicht nochmal kommen. Hello? Super, der hat dahin geschissen. Oh. Finde einen Weg aus der Kanalisation, das ist unsere nächste Mission. Weißt du, erst sollen wir einen Weg aus der Anstalt finden, durch die Kanalisation, jetzt müssen wir hier raus. Da bist du im Auto, finde einen Weg aus deinem Auto. Shit, ich komm nicht raus. Okay. Admin-Block. Ach so. Ach, jetzt sind wir wieder in Minecraft hier, okay? Hallo? Ach so, ja. Ich will da unten drunter. Okay, also. Sieht angenehm aus, oder? Schön beleuchtet, ja. Alles, keine Zwischenabzweigung. Das gefällt mir. Von hinten kommt nichts, von vorne kommt nichts. Es ist so, als wären wir schon draußen. Also eigentlich, von mir aus können wir bleiben. Ich fühle mich wohl. Ich will gehen. Alter. Zombie mit Taschenlampe sehe ich auch zum ersten Mal. Auch nicht schlecht. Türke beim Italiener? Auch nicht schlecht. Oh! Hey, na? Oh yeah. Okay. Tell me. Oh yeah. Oh no. Nein, da unten gehen wir nicht lang. Sind da irgendwo Batterien? Nein. Können Sie mich hören, alter Mann? Batterien? Haben Sie Batterien gegessen? Ihr guckt. Ah ja. Okay. Ich glaube, ich guck noch kurz, wer da gerade eben. Ich gehe jetzt instant davon aus, dass das hier nur noch nette sind. Was? Er schreibt sich wieder irgendwas auf. Du Scheiße, ich hab einen Schock bekommen. Ich hatte vorhin, steht jemand, der so atmet. Macht sich halt. Oh, da ist. Da lag da. Guck mal, eine Batterie. This must be better. Oh yeah. Okay. Gut, das sieht ja nicht schlecht aus. Also anscheinend müssen wir wirklich da vorne runter. Ja. So wie es ausschaut. So wie das aussieht. So, mein Herr. Helf mir mal. Der hat wirklich keine Batterien hier. Vielleicht kann ich hier hinten rein in sein Haus? Nein. Soll ich springen? Wie vor. Oh, wow. Wie vorhin. Ja, wie hast du das gemacht? Damit ich nachher nicht wie so ein Holz. Linksklick. Okay. Drauf gucken, linksklick, bis es klappt. Und einfach runterspringen geht. Einfach runterspringen. Oh no. Das ist auf jeden Fall die Female Drain hier. Verdammt. Okay. Ah, hier. Gut. Das Blut fließt nach rechts zu den Frauen. Ja. Wir gehen mal zu den Männern kurz. Oh shit. Wird er es schaffen? Hm? Hey Sir. Wer ist jetzt noch einer auf unseren Kopf? Hallo. Dieser Gang sieht extrem einladend aus, also sehr. Oh yeah! Bisschen duschen! Bisschen punchen! Guck mal! Ah, okay. Gut. Gucken wir mal. Da hinten geht's bestimmt gleich irgendwie weiter. 100 Pro. Was ist das? Ein Stück Magen? Ein Stück Magen? In diese Richtung gibt es nur Tod und Verderben. Aha! Halt die Fresse, Mann! Da ist wieder was ins Wasser gefallen, glaube ich. Weißt du, ich habe voll reingezoomt gerade. Alter, ist das. Ein Gesicht im Gitter so eingeklemmt. Guck mal, da ist das Gitter offen. Hast du gesehen? In dem kleinen Ding? Hier? Nee, ja. Rechts, da. Ja. Links Scheiße. Ist eine Tür, ich glaube, da kannst du rein. Mail Ward, okay. Ich guck ganz kurz, ob ich da drunter rein könnte. Ja, wahrscheinlich ist die Tür zu und man muss da durch. Achtung! Oh nein, ja. Wo müssen wir jetzt? Ich gehe zurück. Okay. Jetzt kommt so ein Fetter so reingekrabbelt. Und er ist so nackter, die mit ihren dicken Eiern da. Oh Gott, ich scheiße mich ein, wenn mir irgendwann mal hier sowas entgegengekrabbelt kommt, dann bin ich echt, dann bin ich tot. Gut, hier ist schon mal zu. Und ist so langweilig, was Licht aus. Komm ich mal raus, so, Jacqueline.
So, hier scheint es weiterzugehen. Das leuchtet ja richtig. Fragile. Fragile. Denkst du, die Kanalisation ist echt so crank aufgebaut? Also ich habe das ist ja schon immer so die Kindheitsvorstellung. Ich glaube, das war ja bei TKKG. Das ist so ein Hörspiel, habe ich früher mal gehört. Ja. Und da gab es halt, ich habe es damals auf Kassette gehört, zu der Zeit noch. Und da war auch irgendwie eine Folge, da sind die in der Kanal, haben einfach Kanaldeckel weggehoben. Mhm. Und es wurde halt so beschrieben, als ob da 1000 Gänge sind. Schön. Aber wir zu. Wir bleiben sicherlich zu. Und dass man sich da verirren kann, was weiß ich was. Und so richtig riesig. Und seitdem reizt es mich, wie die Hölle, da unten mal rumzulaufen. Aber natürlich will ich jetzt nicht irgendwie vollgeschissen sein. Da unten ist eine Batterie, oder was? Ja. Aber ich gehe kurz nochmal ein Stück zurück, weil da hinten kamen die Geräusche. Ja, ich will jetzt direkt wissen, ob da was ist oder nicht. Naja, ist nichts. Vor allen Dingen, ich frage mich, ob das wirklich so ein Netzwerk ist, so Dorf zu Dorf übergreifend, oder ist das wirklich nur... Oh. Es ist, ja, das ist schon so ein großes Netzwerk. Guck mal, wie er greift. Ich möchte hier hingehen. Hallo! Ah, ja. Ja, schön an den Nippel. So schön drehen, so. Ja, kam ich auch unter den Arsch. Oh, Mann. Ja, also ich denke schon, dass man sich da also nicht so riesig vielleicht, aber schon... Wenn man sich da unten gut auskennt, bei so einer Apokalypse, so Zombie und was weiß ich, wir zwei haben da, wissen schon die Wege, wo es irgendwie in die Nähe von einem Geschäft geht oder so. Das wär, ich meine, als ich damals in der Kläranlage war, da im Labor, sind wir manchmal raus, haben geguckt und sind durch große Teile durchgelaufen. Es gibt echt so riesige Teile, so große Räume, da stehen riesige Säulen auch drin und Kram. Okay. Also sogar in Grünstadt. Und dann wiederum aber Gänge, die so klein sind wie die, wo man sich durchdrückt. Also es ist. Und das, wie ist der Geruchspegel so? Stinkt es extrem, geht, oder? Es geht. Ja, es hält sich in Grenzen. Aber vielleicht, aber irgendwann gewöhnt man sich wahrscheinlich auch dann dran. Also da unten war eine Batterie. Ich weiß nicht, ob ich da runterspringen soll. Ich bin einfach runter. Hey. Ach so. Mhm. Die Batterie war unten. Ja, die unter mir, ne? Da liegt die da. Die ist unter mir. Er soll jetzt da runtergehen, komm. Runter. Du lässt sie nicht fallen. Naja, gut. Dann müssen wir sie wohl liegen lassen. Komm. Na, wahrscheinlich, wir kommen jetzt hier eh runter hier. Genau. Sonst dauert die Aktion, die Batterie zu bekommen. Genau, eine Batterie. Boah. Kamera kaputt. Scheiße, da kackt jemand einfach in die Kamera rein. Da vorne. Ah, jetzt. Da ist er. Bis jetzt ist es aber hier noch echt gemütlich. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich dann jetzt gleich übernehme, wird es dann wieder hart. Könnte sein. Aber dann wäre es ja auch nicht mehr als fair. Da hast du nicht recht. Ich müsste auch mal in die Enge getrieben werden. Und ach ich... Gott, ach Gott. Ich dachte... Alter, mein Handy vibriert hier gerade wie lieber. Kann man hier durch? Nein. Und wie ich unter Stress reagiere, das wissen wir alle. Ne? Achten, Blähungen. Ich weiß gerade gar nicht, was war. Ach, da oben. Warum sagt das denn keiner? So. Den Weg gefunden, war direkt über uns. So. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Gut schmeckendes Tafelwasser hier. Gut, Fried, geht's uns gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich schenke mir erstmal wieder mit der Tee hier, Grabe. Ich kann es dann oft genug sagen, gell? Ich kann es dann oft genug wiederholen, die Grabe. Geil. Kacka-Tee. Pipi-Kacka. Okay, man muss hier auf jeden Fall hoch. Alter, ohne Ding wenn wir hier verloren. Guck mal. Also ohne so ein Let's Play zu machen. Ich verloren. Das geht nicht. Hey. Alter, was ist für euch? Seid ihr ins Wasser gesprungen? Du bist angerufen, ich schau mal kurz, wer das ist. Ach Gott, meine Schwester. Alessa. Da gehen wir schön nicht dran, ne? Da gehen wir jetzt aber garantiert nicht dran. Alessa, wir sind gerade in der Kanalisation. Was? Ja, das, wir machen auf laut und gehen dran. Ah, ne, doch. Shit. Okay, ich dachte, das wäre so ein bisschen Entertainment-Faktor, aber. Ja, das wär ambitiös. Nächstes Mal. Die rufst du eh nochmal an. Oh nein! Shit, da ist ein bisschen die Sabber runtergetropft. Stalaktiten wachsen da. Aha. Da muss ich erstmal meinen Bart kratzen. Da muss ich mich erstmal mit meinem Bart kratzen. Oh. Alles vibriert. Fuck. Oh nein, weißt du, das ist so ein Riesenraum. Scheiße.
Scheiße. Oh. Oh nein! Das ist nicht gut am Bro. Das wird so, ich kann doch nicht mal rennen. Doch, das ist das Rennen. Ich schon raus aus dem Wasser! Gleich kommen so Pestizidhaie oder sowas. Irgend so eine Scheiße kommt gleich. Inkontinente Sachen. Das ist zu hart. Das ist zu viel. Hier ist zu groß. Hier ist zu groß. Das ist zu groß rein für Killer. No? Die Musik. Alter, das. Die ist ein bisschen crank. Da läuft doch so ein Fettsack. Ich glaub schon. Alter, ich hätte jetzt schon komplett die Orientierung verloren. Weißt du noch, wo und was? Also ich will nach da vorne zu diesem Helden. Ja. It's a ladder. Pass auf, kurz bevor es aussieht, als wärst du gerettet, dann kommt er wahrscheinlich. Komm schon hoch! Geh hoch, Mann! Er hält dich fest. Nein! Nein! Dreh dich um, wo ist er? Oh Gott, er ist hinter mir! Spring auf die Treppe! Ja. Scheiße, Mann! Alter, Mann, das ist jetzt Glück. Ey, also da hat nicht alles gut gepasst. Mach mal, kommt. Weißt du, er kommt auch hier hochgesprungen. Er springt dann leider und sie reißt einfach ab. Okay. Mach's genau aus. Ja, stimmt. Hallo? Genug. Also der kann mich jetzt nicht schocken, nachdem Fettsack wieder kam. Vor allem einfach irgendwoher. Gut, sollen wir. Ich glaube, zeitlich können wir hier wieder das Völkchen beenden. Ich habe Angst. Dann mache ich jetzt voll. Hier weiter die Folge. Ja. Kurz auf die Uhr geschaut. Okay, passt. Oh ja, ja. Das war daraus bestimmt wieder 20 Minuten da. Ich gucke ihn nochmal kurz an. Hallo? Und mit diesem Augenblick, mit diesem Blick, beenden wir die Folge. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.